Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem FIFA 12 Let's Play. Haken wir einfach mal für einen Moment die dänische Superliga ab. Da haben wir ja nur ein müdes 0:0 geschafft im letzten Spiel. Aber jetzt spielen wir hier in der Euroleague mal wieder gegen einen richtig starken Gegner. Und wir haben ja in der Euroleague, Moment, muss man gerade überlegen, das erste Spiel 1:0 gewonnen gegen Anderlecht und das zweite Spiel gegen Lazio Rom 3:1 verloren. Mal schauen, was wir jetzt hier in diesem Spiel schaffen. Im Spiel gegen Rom habe ich selbst nicht mitgespielt. Habe ich nur von der Tribüne aus zugesehen. Wahrscheinlich hätte ich da auch gar nicht viel machen können. Aber jetzt bin ich dabei, bin ich fit und wir spielen die Partie. Und zwar geht es jetzt gegen, ach, ich kenne das Symbol hier, es ist ein Italiener. Das ist, nee, Poznan. Oh, Poznan. Ist denn das? Jetzt muss ich mich hier outen. Jetzt weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo die Poznan. Ach, Posen ist das. Ach so. Polen. Gut, fahren wir mal nach Polen und klauen ein paar Punkte. Wortwitz. Okay, gut. Die haben auf jeden Fall verloren gegen Anderlecht, da haben wir gewonnen. Und die haben auch 3:1 verloren gegen Lazio Rom und 1:1 gegen KSV 1919. Weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Wie heißen die? KSV 1919. Das ist österreichische Fußballliga. Okay, ein paar Österreicher. Gut, auf jeden Fall mal schauen, was wir jetzt hier gegen die Polen erreichen können. International haben wir jetzt ja immer ganz gut gespielt, aber noch nie wirklich was reißen können. Wir hatten mal zwei Spiele gegen Leverkusen, das eine 1:0 gewonnen, das andere 0:0 gespielt. Gegen Anderlecht sahen wir erstaunlich gut aus und haben gewonnen 1:0. In Anderlecht war es, glaube ich, sogar. Gegen Rom chancenlos, glaube ich. Und jetzt gegen Poznan. Die stehen bislang ähnlich. Ich glaube, die hatten. Naja, nee, die haben noch kein Spiel gewonnen. Das unterscheidet uns von denen. Aber mal schauen, wie das Spiel heute läuft. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich die einschätzen kann. Wir müssen einfach mal frisch, fromm und fröhlich drauf losspielen und mal schauen, was uns das Spiel hier bietet. Vielleicht, naja, die kleinen Vereine, die vermeintlich kleinen Vereine spielen ja meistens. Ach, oh Mann, Eckball hier zu Beginn. Ach, soll ich wieder den. Keine Ahnung, die Eckbälle. Der war mal, glaube ich, ganz gut. Abstoß. Nee, nochmal ein Eckball. Ich werde es einfach mal ein bisschen weiter treten, die Eckbälle. Ja, aber mein Fernschuss. Jawohl, einfach mal drauf schießen aus zweiter Reihe. Das machen die Leute, machen die viel zu wenig. Ich meine, der kommt doch nicht. Kommt meistens immer nur so ein Lappen von Schuss dabei raus. Am wenigsten hier mal den Abschluss suchen. Ja, jetzt kommt die immer gefährlich vors Tor. Ja, aber gut. Lasse Heinze war wieder da. Unser souveräner Torhüter. Der recht wenig nur reinlässt. Sicherer Rückhalt. Der hat uns schon so manches Gegentor erspart. Ah, hat er jetzt geschossen? Ey, du musst aber nicht jetzt jedes Mal schießen, weil ich einmal gesagt habe, schieß ruhig mal aus zweiter Reihe. Das war nämlich unnötig, da war ich nämlich ganz gut gestanden sogar. Okay, heute ist Holz anscheinend hier in Schießlaune. Ah. Lazio führt 1:0 gegen Anderlecht. Vielleicht müssen wir jetzt hier mal so ein bisschen auch auf die anderen Spiele schauen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Qualifikation aussieht für die Euroleague, ob ich da in der Gruppe Erster oder Zweiter sein muss. Ich habe auch noch gar nicht in die Tabelle reingeschaut. Muss ich vielleicht auch nochmal machen.
Okay, auf jeden Fall ist das hier ein ganz munteres Spielchen. Okay, jetzt habe ich immer den Ball und kann man hoffentlich eine Flanke bringen. Kann man besser machen. Ich mache immer ein bisschen zu schwach, glaube ich. Nur mal ein bisschen mehr Zunder da reinstecken in meine Schüsse und auch in die Flanken. Bei der Ecke hat es vorhin ganz gut geklappt, zweimal. Soll jetzt nicht wieder hier in guter Situation einen Freistoß herschenken. Jawohl. Raus das Ding. Sehr schön. Aber bis ich überlege, irgendwas zu machen mit dem Ball. Ist auch schon wieder weg. Jetzt Schuss! Nein, jetzt war hier. Riesenchance gewesen, wenn er nur rangekommen wäre. Ein Schritt hat gefehlt, glaube ich. Mann, das war immer eine gute Chance, die wir da hatten. Die beste im Spiel, glaube ich, bislang. Was machen die denn da? Dänisch-polnischen Ringkampf. So, jetzt hier raus. Ne, sowas machen die nicht, gell? Einfach mal hoch den Ball in die Mitte nach vorne spielen. Hab's vergessen. Wo ist er denn? Sehen gar nicht den Ball. Da. Bringt er mal eine Flanke? Ach, jetzt schieße ich einfach mal hier. Jawohl. War doch mal wieder was. Den Tormann dann nicht zur Ruhe kommen lassen. Die Abwehr immer schön beschäftigen. Jetzt ist 30. Minute und es steht noch 0:0. Bislang noch ein relativ ausgeglichenes Spiel, sag ich mal. Ah, Mist. Ja, die Idee war gut. Leider ist der Ball nicht durchgekommen. Leider ist er nicht durchgekommen, ja. Ja, Holz hat sich hier heute ein bisschen was vorgenommen. Mal wieder ein Eckball hier. Ach, und wieder zum Gegner. Ey, das mit den Ecken klappt oder war nicht? Also, die ersten zwei haben ganz gut geklappt. Jetzt war schon wieder so einer dabei, der mehr zum Gegner ging hier. Habe ich einfach mal. War eine gute Chance. Da ist keiner hinterher gekommen. Ach ja, der war natürlich irgendwie. Ah ja, okay. Und schon wieder zum Gegner. Ey, die nächste schieße ich nicht. Das habe ich jetzt gerade beschlossen. Ey, da darf mal jemand anderes versuchen. Gut. Was macht denn Holz da? Von der Rolli über. Nee, Beck ist das mit der 29, wa? Überlegt und überlegt, dann ist er weg irgendwann, bevor er irgendwas macht. Ach, die Idee war jetzt ganz gut hier von unserem Mittelfeldspieler. Aber leider hat der Stürmer da nicht mitgerechnet. Es läuft ganz gut, ja. Ja, hier laufen die internationalen Ticker durch. Ach Gott. Ist aber was anderes, als wenn hier immer nur steht Horsens oder Lingby. Nee, jetzt steht hier mal oben Inter. Panathinaikos. Oh Mann! Jetzt! Ja! Mann! Yo, Baby, yo, Baby, yo! Da habe ich den Ball mal schön bekommen und hatte den Raum und dann.
Jawohl, in der 45. Minute, das war doch mal ein Paukenschlag hier zur Halbzeit. Jo, jetzt muss ich gerade mal auf Pause machen, weil aus irgendeinem Grund hat sich gerade mein Fraps hier ausgeschaltet. Aber es ist noch keine Halbzeit. Es geht noch weiter. Aber ich hoffe mal, ey, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Also, ich glaube, er hat direkt unterbrochen nach meinem Siegeschrei. Ich wollte eigentlich sagen, sowas wünscht man sich als Trainer, dass die Mannschaft kurz vor der Pause 1:0 eingeschenkt bekommt. Da ist der Motivationsgrad für die zweite Halbzeit immer sowas von toll. Jetzt ist Halbzeit. Und. 1:0 für Silkeborg. Jawohl, mit einem Hammer zur Halbzeit. Da, endlich mal haben sie mir den Raum gelassen. Dann habe ich ihn einfach mal gehämmert. So, wir hatten aber auch vorher schon gute Chancen. Hier war er einen Schritt zu weit gelaufen. Noch da konnte er sich nicht entscheiden, gegen den Tormann durchsetzen. Und das war's dann. Wumms, da zwischen drei Mann war ich dann gestanden. Und habe es wirklich geschafft, mit rechts auch mal ein Tor zu machen. Ich glaube, meine meisten Tore habe ich bislang nur mit links gemacht. Jetzt schauen wir mal zur zweiten Halbzeit. Mal gucken, ob wir den Druck aufrechterhalten können. Ob jetzt. Ich sag mal Posen. Ob den Polen dann noch was einfällt. Weil die haben bislang in der ersten Halbzeit offensiv noch nicht so viel gezeigt. Ich meine, immerhin haben sie auch gegen Lazio geschafft, ein Tor zu machen. Den Abwehrspieler ein bisschen unter Druck setzen hier. Ach Mann, warum passt dann den Ball nicht gleich weiter? Ich bin ja schon losgelaufen gewesen. Ja, Glück gehabt hier in der Situation, dass unser Abwehrspieler den Ball noch bekommt. Komm, ich bin hier ganz. Das sind die schönsten Spiele, wenn der Gegner auf mich keinen Zugriff bekommt und ich so ein bisschen machen kann, was ich will. Paulsen, bist schnell, gell? Wenn ein schneller Spieler im Team ist, dann ist es Paulsen. Ah, ich hätte mir jetzt lieber einen Pass zurückgewünscht. Anstatt die weite Flanke. Wo er mich sowieso überhaupt mal geflankt hat. Normalerweise flanken die nie. Die machen nämlich immer das, was man sich nicht wünscht. Und dann, wenn man es nicht erwartet, und dann machen sie es. Jetzt erwarte ich, dass er jetzt gleich den Ball nach auf den Mann außen passt. Nee, macht er gar nicht mal. Vielleicht muss ich mir mehr wünschen, dass er irgendwas macht, was ich nicht erwarte. Das laber ich gerade Käse, gell? Okay, jetzt mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Nee. Wenn ich nochmal so eine Chance bekommen würde. Nochmal so ein Ding. Das wäre es doch. Oh Mann, der verarscht mich hier. Ach, Strich und Faden. Raus das Ding. Ach Mann, kannst du auch ein bisschen lockerer schießen. So, jetzt wechseln wir mal. Murawski. Der Name sagt mir auch was. Murawski, wo spielt man denn schon gespielt? Ja, keine Ahnung. Funaroli kommt jetzt für Holst. Ja, Holst hat ein bisschen was gezeigt in der ersten Halbzeit. Der wollte ein Tor machen, aber hat ein bisschen das Glück gefehlt. Oder die Spielpraxis. Ja, aber unser Trainer wechselt da vorne im Sturm ja gerade mächtig immer schön durch. Das Silkeborger fehlt mir gerade das Wort. Silkeborger Rotation, das wollte ich sagen. Hat unser Trainer zur Perfektion gebracht. Ich weiß gar nicht, wie sich Kopenhagen international schlägt. Ob die sich vielleicht sogar für die Champions League qualifiziert hatten. Habe ich nicht nachgesehen.
jeden Fall spielen wir hier noch in allen, also in unseren drei Wettbewerben mit. Euroleague, Pokal, dänischen Pokal und auch in der Liga sind wir oben mit dabei und müssen Woche für Woche eine gute Leistung bringen. Leider schaffen wir das nicht jede Woche. Aber solange wir das wenigstens international schaffen, dann bin ich auch mal zufrieden, wenn wir international ein bisschen was reißen. Ah, schade. Ja. So, jetzt wird hier gewechselt und zwar... München nicht. Riesgard. Mikkelsen. Okay, Kamano kommt. Ja. Nee. Ah, ist da jemand? Der. Ja, nee. Schade. dann kam da wirklich an meinen Ball noch ran, den ich dann in die Mitte gespielt habe. Wieder ein polnisches Bein. Na, mal schauen. Vielleicht haben wir noch mal, können wir uns noch mal hier eine Chance erarbeiten. Polen will das Spiel gegen uns sicherlich nicht verlieren. Ah. Er hat aber lang gewartet, der Schiri, bis er da gepfiffen hat, obwohl das eigentlich ganz klar war. So, jetzt kommt Puri für Beck. Beck hat auch eine gute erste Halbzeit gespielt, aber auch ein bisschen glücklos. 10 Minuten noch und wir führen noch 1:0. Hier im Spiel gegen Bosnien. Immer wenn ich mich für irgendeine Seite entscheide zum Laufen. Ach Mann, habt ihr den Punkt gesehen? Der war genau da, wo ich stand. Aber dann hat sie das auch zum Pole dazwischen geworfen. Ach, jetzt verliert er den Ball. So, jetzt werden die Männer aus Posen sicherlich irgendwann mal ihre Schlussoffensive starten. Aber auch wir haben hier frische Stürmer drin. Und auch ich krepel da hinten noch rum. Aber das war jetzt reichlich schlecht, gell? Das weißt du hoffentlich selber. Jetzt bin ich ja nur noch am Vor- und Zurücklaufen. Und Flens pumpt ja auch schon wieder wie so ein Maikäfer. Gleich setzt die Schnappatmung ein. Oh, der ist noch im Spiel. Ach, Doc. Ach, bolzt den Ball nicht einfach so blindlings raus da. Hopp. Ah! Okay, das war die bislang größte Chance für Poznan. Wie spricht das aus? Posen. Oh, da hat er mal einen aussteigen lassen. Und dann nochmal letzter, vielleicht der letzte Angriff jetzt hier im Spiel. Ja, und nochmal ein Eckball. Nochmal ein Eckball hier im Spiel und ich bin jetzt hier fertig, wa? Jetzt wechsle ich hier, lasse ich hier mal jemand anderen schießen. Kamano schießt mal die Ecke. Und ich gehe hier auf lang hinten. Na, 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 na. Das Spiel ist aus. Ach, wir haben gewonnen. 1:0. Da war es doch mal. Wieder mal ein Achtungserfolg hier auswärts. International. Wir haben in Anderlecht 1:0 gewonnen. Und in Posen 1:0 gewonnen. Ja, damit kann man doch wirklich arbeiten. Was wir in der Liga nicht schaffen, nämlich das entscheidende Tor zu machen, das schaffen wir immerhin hier international. 1:0.
gegen Posen gewonnen. Sehr gut, da kann man wirklich drauf aufbauen. Jetzt haben wir schon zweimal gewonnen hier international in der Euroleague. Jetzt werde ich auch direkt gleich mal in die Tabelle schauen, wie wir denn so dastehen. Jetzt mit 6 Punkten nach 3 Spielen. Ja. 3 Spiele, 6 Punkte. Gut, wahrscheinlich ist nur Lazio besser, wenn ich das jetzt so einschätzen würde. Jetzt sehen wir hier gerade nochmal die Chancen, die sie da hatten. Ja, das war die beste von Posen. Wir hatten eine ganze Reihe guter Chancen. Ja, das war mein Tor. Und keine Chance von Tormann. Aus vollem Lauf. Ach, das war auch nochmal ein Riesending. Das war in der zweiten Halbzeit hier. Nochmal ein Pass. Okay. Gut, 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 gut. Sehen wir hier schnell noch einen Gegner hier. Lazio hat 3-0 gewonnen gegen Anderlecht. Ja, ich denke mal, Lazio hat alle 3 Spiele gewonnen. Aber um den zweiten Platz spielen wir da wahrscheinlich mit. Buric, der Tormann von Posen. Spieler des Tages geworden. Okay, Leistungsschießen erzielt 10 EP. Juhu! So, wir gewinnen. Jetzt wollen wir hier mal noch schnell einen Blick in die Statistik werfen. Der Euroleague, die Liga-Tabelle. Jetzt müssen wir mal gucken, in welcher Dingenskirchen wir sind. Wie schalte ich denn jetzt hier? So, wir sind Zweiter vor Anderlecht. Die haben wahrscheinlich gegen Posen gewonnen. Müssen sie eigentlich, weil Posen hat kein Tor. Keinen Punkt. Jo, okay, also mit Anderlecht ist unser stärkster Konkurrent hier. Lazio ist wahrscheinlich in der Gruppe gesetzt. Also. So, in der Liga sieht es jetzt so aus, dass wir auf Platz 2 hoffentlich immer noch sind. Nee, das wollte ich jetzt nicht schauen. Ach ja, hier rechts drüben, sehe was. Ja, aber schon wieder mit 7 Punkten Rückstand. 7 Punkte Rückstand auf Kopenhagen, jetzt nach 14 Spielen. Mann, oh Mann, und Punkt. Wir sind nur noch Dritter, sehe ich hier. Wir sind nur noch Dritter, weil wir so wenig Tore schießen. Brøndby hat uns überholt. Der Brøndby IF. Ja, der ist Zweiter. Naja, okay. Okay, okay, okay. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Im nächsten Spiel spielen wir wieder gegen den Odense BK. Ich denke mal, dass immer noch Stefan Wessels im Tor steht. Dem will ich auch diesmal ein Tor einschenken. Beim letzten Mal habe ich es ja versucht und nicht geschafft. Ich glaube aber, in der nächsten Woche ist es soweit. Wenn ich fit bin und es nützt dann noch 3 Tage, ich hoffe, dass meine Erschöpfung bis dahin so weit zurückgegangen ist, dass ich spielen kann. Bis dahin. Ciao, ciao.